Wenn du dich fragst, ob alles so in Ordnung ist, wie die Dinge sind, dann hast du schon einen großen Schritt gemacht. Denn in der Regel denken wir, die Dinge sind nicht so gut, wie sie sind, und es muss etwas getan werden, damit es nicht noch schlimmer wird. Denn es wird gewiss schlimmer, wenn ich nichts tue. Das ist in der Regel der Talk, der im Ego-Denksystem und in der Ego-Sicht abläuft. Denn die Dinge werden nicht als rein gesehen. Es wird nicht davon ausgegangen, dass das Leben nur gut ist. Dass das Leben nur gut ist. Und das ist exakt, was wir lernen. Das ist exakt, was der Fokus von einem Kurs in Wundern und deinem Geistestraining hier ist. Zu erinnern, dass alle Dinge vollkommen rein sind. Und die Flecken, die wir auf den Dingen sehen, wirklich nur ein Fehlverständnis waren, die wir kurioserweise ausleben. Wir leben die dunklen Flecken aus, wir leben das Reparieren der dunklen Flecken aus. Und wenn ich dunkle Flecken repariere, dann glaube ich immer, dass ich dabei scheitere. Ich glaube dann nie, dass mein Rettungsversuch wirklich funktioniert hat. Ich sehe, dass ein Pflaster auf die Wunde geklebt wurde, aber dann blutet es halt nicht mehr an der Stelle, sondern dann gibt es irgendwo einen blauen Fleck. Und wenn der blaue Fleck verarztet ist, dann gibt es irgendwo eine Verstauchung. Wenn die Verstauchung verarztet ist, gibt es irgendwo einen Kratzer und so weiter. Aber der dahinterliegende Gedanke, der dunkle Fleck, der wurde nicht korrigiert, weil mein Sehen immer noch auf der Annahme von Fehlern beruht. Aber hier können wir einen wirklichen Moment verbringen, einen wirklichen Lernschritt. Und einfach in Betracht ziehen, dass alle Dinge in deinem Leben, so wie du es gerade erfährst, so wie du es heute vorhast oder vorhattest, wie du es nächste Woche vorhast, wie du es fürs dein Leben, wie du es für dein Leben siehst, wie du deine Beziehung gerade siehst, wie du die Entwicklung deines Kindes siehst, deiner Kinder, deiner Ehe, dein Kontakt mit deiner Frau, deinem Mann, einfach sagen kannst, gut, ich will nicht auf die dunklen Flecken schauen, sondern ich möchte mit der heiligen Schau sehen. Und da brauche ich keine Angst vor den Flecken zu haben, denn die Flecken kommen ja, weil sie durch meine heilige Schau aufgelöst werden wollen. Vater, dein Geist hat alles, was da ist, erschaffen. Dein Geist ist darin eingegangen, deine Liebe gab ihm Leben. Möchte ich denn auf das, was du erschaffen hast, so schauen, als ob es sündig gemacht werden könnte? Ich möchte nicht so dunkle und so furchterregende Bilder wahrnehmen. Ich möchte nicht auf die Flecken schauen, ich möchte nicht auf die Sünde schauen. Der Traum eines Verrückten ist kaum das Richtige, um meine Wahl zu sein, statt all der Lieblichkeit, mit welcher du die Schöpfung segnetest. Statt all ihrer Reinheit, ihrer Freude und ihres ewigen, stillen Zuhauses in dir. Und spür da mal rein, was du schon empfangen hast. Gib mal diesem Moment eine Chance, über die Worte, die wir hier gehört haben, und über die dunklen Flecken hinauszufließen. Die dunklen Flecken zu umfangen und im Licht zu entlassen, im Licht verschwinden zu sehen. Schauen wir mal in den Moment, wo wir denken, wir sind hier, um in Zeit zu leben, in Zeit zu funktionieren, in Zeit jemand zu sein, in Zeit älter und in Anführungsstrichen weiser zu werden, um unser kleines Lebenspotenzial hier irgendwann zu beenden und aufgebraucht zu haben. Mit all den Dingen, die man im menschlichen Schicksal halt so tun oder lassen kann.
ja, mit all den Beziehungen, die du vielleicht noch hast in 10 Jahren, in 15, 30 oder die vielleicht nächste Woche schon wieder vorbei sind. Ja, das sind alles Angebote, dich hierher zu holen, weil egal was kommt oder war, für jetzt, für die Reinheit deiner Schau, deiner heiligen Schau, überhaupt keine Relevanz hat. Die einzige Relevanz, die Zukunft und Vergangenheit und Urteile über jetzt wirklich haben, ist die Relevanz des Aufgehobenwerdens. Das widersetzt sich noch, aber es kann sich nicht widersetzen. Denn es ist ein Gedanke, den ich beschütze. Und wenn ich ihn nicht mehr beschütze, wenn ich die Dunkelheit nicht mehr beschütze, wenn du dein Recht haben nicht mehr beschützt, sondern sagst, hier, ich biete es mit Freude an, hier ist mein offener Geist, mein offenes Herz, hier sind meine Dinge, meine Ideen über mich, wie ich mich gesehen habe, wie ich mich sehen wollte, wie ich andere sehen wollte, wer ich glaubte, wer ich in unserem Gefüge bin. Bin ich überlegen, bin ich unterlegen? Laufen die Dinge gut, laufen die Dinge schlecht? Oder im Mischmasch? Bin ich beliebt oder unbekannt? Bin ich ein armes Würstchen oder bin ich der Superheld? Oder alles je nach Sekunde, wie es mir gerade gefällt, wie es mir gerade, wie die Welt gerade mit mir spielt. Bin ich dieses Etwas? Oder bin ich der, der vom Träumen dieser Figuren erwacht? Und es gibt einen schönen Film, wenn du einen Filmtipp brauchst, Nemo Nobody. Da geht es um den ältesten Menschen, den letzten Menschen, der noch sterben kann. Und er liegt im Sterben und ein Reporter interviewt ihn für eine Zeitung und er erzählt Geschichten, die alle miteinander nicht zusammenpassen. Und der Reporter kommt irgendwann auf den Trichter und merkt, dass da was nicht stimmt. Und erzählt, ja, das sind verschiedene Versionen von mir. Verschiedene Leben, alle sind wahr. Und am Ende, ich spoil das nicht, aber es ist eine Spaltung in Zeitlinien an einem Punkt, wo sich der Geist nicht entscheiden konnte, wie er das jetzt genau hier ausleben soll. In der einen Zeitlinie, in einer anderen oder wiederum in noch einer anderen, wo die Konstellationen immer ein bisschen anders sind, wo es andere Partner gab, mit anderen Verläufen der Partnerschaft. Nur um eine Sache zu reflektieren, nämlich, dass die Lösung, die wir in Zeitlinien gefunden haben, aussichtslos waren. Und jetzt liegt derjenige, der all das durchdacht hat, am Punkt, der unausweichlich ist, nämlich am Punkt des Sterbens, kurz vorm Tod, kurz bevor der Letzte sterben kann, er. Und hier erinnert er sich, wer bin ich eigentlich, dass ich so etwas geträumt habe, so unterschiedliche Dinge. Und ich bin einfach nur einer, der nicht wusste, wie er sich entscheiden sollte. Ich gehe zurück zu der Zeit, wo ich diesen Irrtum begangen habe oder an der Gabelung des Weges stehen blieb und Fantasien machte. Und jetzt sage ich, und solange wir noch außerhalb der Himmelspforte bleiben, wollen wir auf alles, was wir sehen, mit heiliger Schau und Christi Augen blicken. Lass uns alle Erscheinungen rein erscheinen, damit wir in Unschuld an ihnen vorbei und gemeinsam als Brüder und heilige Söhne Gottes zum Hause unseres Vaters gehen mögen. Und hier schauen wir auf die Zeitlinien, ohne sie auszuwechseln, sondern um sie einfach als rein zu sehen. Es gibt keine gegensätzlichen Elemente in deinem Leben, wenn du drauf schaust. Keine gegensätzlichen Beziehungen, kein Konflikt in deinem Geist, wenn du mit seiner Schau drauf schaust. Und das machen wir heute, weil es ein Riesengeschenk ist. Ich segne dich, liebe dich und sehe dich jetzt.